Ich und mein Medienteam hatten nach interessanten Themen gesucht. Dann stoßen wir auf so einen Videobeitrag, dass ein junger Influencer, der André Costolani, jetzt den kennt kaum jemand von euch, das war aber mal so eine Art Börsenguru, zu meiner Zeit schon vor einigen Jahren verstorben, Ungar. Und der wurde dann interviewt. Wie man relativ schnell aus einem kleinen Vermögen ein großes macht. Dann habe ich mir gesagt, das ist aber nett. Nice. Und wenn ich sage nett oder nice, dann meine ich, da ist noch mehr drin. Und deswegen möchte ich euch heute mal erzählen, wie ich das geschafft habe und Menschen, mit denen ich arbeite, die genau in dieser Situation waren, moderate Summen hatten auf ihren Konten und innerhalb von 4, 5 Jahren Richtung Einkommensmillionäre gegangen sind und definitiv schon Vermögensmillionäre. Also die erste Kernregel ist, ich brauche schon einen Fundus. Ja, es geht nicht mit einem Euro. Wenn ich nur einen Euro habe, dann muss ich mir einen Fundus zusammensparen, zusammenarbeiten. Egal wie, unter 5.000 Euro geht das gar nicht. Ja, aber das ist recht leicht, wenn man fleißig ist. Besser wären 20.000. Aber der Kernfaktor, und darauf geht Costolani natürlich auch ein, erzählt, wie er deutsche Anleihen noch vor der Nazi-Zeit von 1930 gekauft hat, für, ich glaube, einen Wert von 300. Die hat er durchgehalten. Der deutsche Staat hat diese Anleihen ja zurückgezahlt für 1000. Also, sorry, es war 3 Jahre von 30 auf 1000. Und das stimmt schon mal. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um relativ schnell, ich sage nicht über 20, 30, 40 Jahre, ich rede über 4 bis 7 Jahre, wenn man aus diesem moderaten Vermögen vielleicht in das hohe, gesunde Sechsstellige kommt oder das niedrige Siebenstellige. Und das ist der erste Kernbegriff. Das ist hohe positive Optionalität. Das hört sich schwierig an. Nein, das heißt einfach nur, dass ich Sachen suche, die ein Potenzial haben, meines Erachtens von mindestens 200%, möglichst in einem Jahr oder 18 Monaten oder mehreren 1000%. Das hört sich jetzt crazy an, aber es ist überhaupt nicht crazy. Hört euch an, die Investoren, die sehr früh in Bitcoin oder andere Kryptos investiert haben oder sehr früh noch in Amazon, Google, Facebook investiert haben. Das ist nicht so schwer, wie ihr meint. Und mein eigener Lehrmeister hat sogar diese Optionalität, diese positive Optionalität bestens beschrieben. Das war Peter Lynch, der bekannteste und erfolgreichste Fondsmanager seiner Generation. Eigentlich schon fast 2 Generationen bei Fidelity. 3 Jahre durfte ich mit dem zusammenarbeiten. Der nannte das dann so die 10-Bagger, 20-Bagger, 30-Bagger, 100-Bagger, also verhundertfacher. Und die muss ich finden. Also es ist sehr vorteilhaft, die zu finden. Wie finde ich die? Also als Vollblutanalyst kannte ich keine 2-3 Jahresphase, wo ich nicht mindestens 1, 2 oder 3 dieser Unternehmen gefunden habe. Einige habe ich ja kommuniziert im YouTube-Kanal CleanVal schon mal sehr früh, ich glaube bei 1,2 Austral-Dollar auf 40 plus 45 gegangen oder M8G oder die Median Games Invest auch mal so 80 Cent, 1 Euro, 1,20, 1,30 Richtung 6 in kurzer Zeit, relativ kurz, in wenigen Jahren, also unter 2 Jahren war das. Wie komme ich an solche Sachen? Das Beste ist, ich schaue mir an, welche Experten, und ich rede jetzt nicht über Laberköpfe, die ihr Geld damit verdienen, über die Börse zu labern. Ich gehe in Foren hinein. Ich bin vielleicht auch in einem Börsenbrief drin, der sich auf solche Sachen spezialisiert. Aber nicht ein Brief, der ein Finanzunternehmer, der sein Geld mit Finanzunternehmergeschwätz verdient, sondern der schon bewiesen hat, richtig Kohle zu verdienen. Ja, es gibt auch Spezialfonds, können sogenannte High-Risk, High-Reward-Fonds sein. Es kann auch eine Frühwahrnehmung in einem Technologiewandel sein. Ob es E-Mobilität ist, das hat ja sehr stark zu Kobalt sehr schnell geführt. Kobalt hat sich auch versechsfacht. Ja? Also auch da ein bisschen lateral denken. Oder momentan gibt es einen Rohstoff, der ist in unserem Börsenbrief drin.
der sehr, sehr gut performen sollte, also auch 4, 7, 8 Mal. Nein, es ist nicht Gold, es ist auch nicht Silber. Und auch wenn ich nur 300% Upside habe oder 500%, und da brauche ich jetzt Nervenstärke, und da muss ich tatsächlich am Ball sein, dann kann ich da auch mit dem Hebel arbeiten. Hebel heißt, nehmen wir auch einfach mal diese Median Games Invest Aktie bei 1,20 Euro. Vielleicht nehme ich da nochmal dieselbe Summe auf Pump auf. Ja, ist natürlich riskant. Wenn so ein Wert dann zur Hälfte einbricht, könnte der Broker sagen, schick mir bitte mehr Geld. Dein Konto ist nicht mehr richtig gesichert. Aber dann machst du aus den 500% Return 1000%. Wenn du mit 5000 anfängst und in wenigen Jahren, also in weniger als 2 Jahren, auf einmal aus deinen 5000 50.000 gemacht hast, dann ist es gar nicht schwer, aus den 50.000, 250.000 oder 500.000 zu machen, nochmal 2, 3 Jahren. Und dann bist du sehr schnell bei der Millionen. Aber es geht nicht ohne diese super Chancen, Risikoverhältnis-Aktie zu finden, die also eine so starke Upside haben. Das zweite Kernelement ist Wissen akkumulieren. Jetzt wurde mir vorgeschlagen, ich sollte ein Video drehen, wie du mit ganz wenig Arbeit Millionär wirst. Ja, vielleicht ist es nicht so viel Arbeit, aber das wird meines Erachtens nicht klappen, wenn du dich dein Wissen weiterentwickelst. Sag mal, du hast jetzt 20, 30 Sachen gefunden. Da, wie gesagt, da haben wir etliche gute Ansätze, ja, in unserem Börsenbrief. Da möchte ich die aber verstehen. Ja, das erfordert Wissen. Ja, was sind die Risiken bei dem Zeugs? Was sind die Chancen? Oder steige ich bei Bitcoin bei 60.000, 70.000 ein, weil es gehypt wird? Was sagt denn eigentlich Google Analytics zu einem Thema? Wir haben einen Pharma-Biotech-Wert, der meines Erachtens diese 1.000, 2.000% darstellen kann. Würde ich mich dann nur drauf verlassen, was mir irgendeiner erzählt? Das ist nämlich ein drittes Kernkriterium. Glaube nicht diese Hotstock-Mainstream-Scheiße, ja, dann ist der Zug meistens schon abgefahren. Es ist auch in Google Analytics schon so breit gefächert, dass es nicht mehr Early Bird, nicht mehr früh ist. Du bist ein später Bitcoin-Investor und nicht einer der ersten Stunden. Viertens, es gibt einen ganz interessanten Anlagestil. Wenn du in diese, das klaue ich jetzt mal kurz von André Costolani, der hat das gut ausgedrückt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, deine ersten 100% gemacht hättest bei der Median Games Invest Aktie, dann kannst du natürlich auch sagen, den Gewinn nehme ich mit, aber nur zur Hälfte. Ja, das andere Kram lasse ich laufen oder ich lasse so lange laufen, bis ich was finde, was noch attraktiver ist. Also ein noch besseres Chancen-Risikopotenzial, also Gewinnpotenzial hat und ein noch besseres Chancen-Risikoverhältnis. Also ich kann das auch austauschen, meinen Wert, aber generell gilt hier etwas Geduld. Also Geduld ist tatsächlich vorteilhaft. Und jetzt gehen wir in das fünfte Thema rein. Verliebe dich bitte nicht in Sachwerte. Wenn sich etwas an der Story dreht, negativ, raus, Gewinnmitnahme oder Verlustminimierung, wenn sich wirklich was Fundamentales verändert. Kurzes Beispiel. Wir haben aktuell eine Inflation von ca. 5% in den USA und wir haben eine Verzinsung auf 10-jährige Anleihen von grob 1,2%. Das heißt, jeder, der diese Anleihe kauft, der verliert 3,8% real. Ja? Also das spricht einerseits für Gold, aber für ein sehr abgeklärten Investor, der würde eigentlich sofort denken, also ein Long Short Total Return Super Hedgefonds Manager würde sofort sagen, ja, das ist ungesund, das gibt's noch nicht in der 6000 Geldgeschichte lang. Ich weiß nicht, dass das so gut läuft, kommen wir vielleicht in eine Stagflation, eine Hyperinflation und kollabieren die Systeme. Der wird sich dann sehr intensiv mit einem Makrothema beschäftigen, ja? Soll ich die sogenannten Zins Futures shorten? Also leer verkaufen? Ja, oder sollte ich gewisse Werte, die sehr zinssensibel vielleicht leer verkaufen? Das hat ja Michael Burry so erfolgreich gemacht. Also die Optionalität, die ich als allererstes angesprochen habe, die betrifft ja nicht nur steigende Kurse, sondern auch fallende Kurse. Ich glaube, er hat 524 Millionen Dollar verdient durch seine beste Spekulation, aber er war sehr, sehr couragiert. Er hat einen Hebel eingesetzt. Also er hat nicht nur einen Dollar
auf fallende Kurse gesetzt und hat ungefähr 5 oder 7 nochmal sich von der Bank besorgt oder von einem Kreditgeber. Das ist auch nicht so schwierig, wie er meint. Margin Credit heißt das im Fachbereich, damit aus seinem 80-prozentigen Gewinn ein 560-prozentiger Gewinn wurde. Abschließend zu diesem Thema. Ich glaube kaum, das will man in dem Zeitgeist einem vermitteln, dass man alles so locker machen kann. Man wird so locker Millionär. Man wird so locker Leistungsträger. Man wird so locker Milliardär. Ja, warum gibt es so wenige? Warum gibt es nur 1% Vermögende, also Millionäre in Deutschland, ungefähr 1,2% der Bevölkerung? Und die meisten haben es, 90% davon haben es über Immobilien geschafft. Aber ich glaube, das Zeitfenster hat sich geschlossen. Aber entscheidend ist doch, und ich, das Kapital ist schon mal so eine Grundeinstellung, das Geld soll sich vermehren. Es ist wertneutral. Aber ich schmeiße es doch nicht in meinem Lifestyle aus dem Fenster raus. Das heißt, ich muss auch ein paar Opfer bringen, damit ich sparen kann. Ich kann nicht zeitgleich Highlife machen und mein Basisvermögen nicht zu einer schönen Entwicklung bringen. Ja? Also auch damit locker umzugehen. Aber es kostet Opfer, es kostet Zeit, Wissen. Wie komme ich an das Zeug ran? Habe ich tolle Chancen auf Long und Short? Also beide Richtungen bitte spielen, beide verstehen. Das geht nicht ohne Zeitinvestment. Das kostet relativ wenig, sich auszubilden. Aber um an diese qualitativ hochwertigen Ideen ranzukommen, muss ich hellwach sein. Im Schoß liegt mir das keiner. Keiner außer mir hat mich damals reich gemacht. Also ihr könnt das nur selber machen. Ist ja schon ein bisschen krank. Also zu meinem 10. Geburtstag bekam ich von meinem Vater das Buch Die Rothschilds von Romane Conti. Ein bisschen krank, sowas seinem 10-jährigen Sohn zu schenken zum Geburtstag, außer ich hätte eigentlich lieber ein Playmobil wahrscheinlich gehabt. Und man vergisst das auch sehr leicht, weil man sich es gar nicht mehr vorstellen kann, weil seit 1982, bald 4 Jahrzehnte, steigen die Märkte unaufhörlich. Sie steigen so absurd, dass jeder, der investiert, davon ausgeht, dass er eine Mindestrendite von 13% pro Jahr verdient. Deswegen haben wir auch diese wunderbare Geiz- und Gierkultur. Aber das richtige Geld wird einerseits von oben nach unten verdient. JP Morgans Vermögen, der Urgroßvater der bedeutendsten und profitabelsten Großbank der westlichen Welt, hat sein Vermögen im Crash 1929, finde ich übrigens einen erheblichen Teil meines Vermögens auch mit Crashs verdient. Aber wie fantastisch ist dieser Rothschild-Satz? Ich sehe die Familie Rothschild, diese Geschichte etwas kritisch, aber trotzdem, man darf es aufnehmen. Investieren dann, wenn das Blut in den Straßen fließt. Nun gut, es ist so lange her, dass es in den Straßen geflossen ist. Zuletzt 1966 bis 1980, 82. Da gab es auch tonnenweise ausgebombte Weltklasse-Werte. Da muss ich aber auch liquide sein. Also ich müsste auf dem Weg dahin wahrscheinlich Gold haben, Silber haben, VIX, sogenannte VIX-Futures gehabt haben. Ich darf in so einem Crash-Umfeld nicht 80% meines Vermögens zerbröseln, weil dann handeln Unternehmen tatsächlich. Ich gebe nur ein Beispiel. So war das bei meinem Einstieg bei Fidelity. Ich habe die Schifffahrtsbranche 1986 übernommen. Da war so ein Crash in der Industrie. Die hatten zu viele Schiffe, zu wenige Kunden. Das war eine Katastrophe. Die handelten die Schiffe, also die Unternehmen handelten unter dem Wert der Schiffe, wenn sie so aufgelöst werden, so ein Yard verwertet werden in Bangladesch, abzüglich Schulden und so weiter. Also die waren unter Zerstörungswert letztlich, hatten dann 700% gemacht. Das kannst du, sowas kann man finden, aber ist doch klar, irgendwann werden die halt weggeschreddert, eingeschrottet, verwertet. Dann gibt es wieder eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage, reine Zyklik. Ja, also ob es jetzt ein Gesamtniedergang ist oder es eine Branche, die zyklisch ist, absolut zerbombt ist, aber einfach durch das Wirtschaftsgeschehen wieder etwas Aufschwung bekommt, das hätte ich beinahe vergessen. Also und den anderen Spruch natürlich auch, den einige von mir kennen,
dann verkaufen, wenn alle wie wahnsinnig nach Aktien schreien. Ja? Das ist der andere, das ist das Pendant. Dann investieren, wenn das Blut in den Straßen fließt. Und eigentlich dann verkaufen, wenn das Geld in den Straßen fließt, sollte man auch sagen. Abschließend, redet nicht so viel darüber, macht es. Ich muss niemanden beeindrucken mit meinen Spielzeugen, das ist vorbei. Und haltet euch fern von Menschen, die euch sagen, dass man nicht in 4 bis 7 Jahren sehr wohlhabend werden kann, weil wir haben mehrere Beispiele von jungen Mitarbeitern in der Gruppe, für die ich auch als Impulsgeber tätig bin, die haben das geschafft. 4.000 Euro sind heute 1 Million, nächstes Jahr im 5. Jahr Einkommensmillionär. Andere sind vielleicht nicht so schnell in dieser Liga gekommen, sind aber auf dem halben Weg, sind aber auch erst 2, 3 Jahre dabei. Ich kann es selber postulieren, man sieht es direkt in meinem Umfeld, auch den Menschen, die ich ausgebildet habe, die Infos gebe ich kostenlos gerne rüber. Und was etwas kostet, ist bezahlbar und für alle verfügbar. Das ist meine Philosophie in diesem Kanal, Mensch und Kapital. Viel Erfolg, noch mehr Erfüllung auf diesem Wählgang zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit in einem sportlichen Tempo. Alles Gute, euer Florian und tschüss.